Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Vier Elemente Monatslegung für den Skorpion für den Juni. Und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Allgemeine Legungen passen nicht für jeden. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. So, und wir schauen hier wieder in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden. Beginnen im Osten mit dem Luftelement, mit den Schwertern im Tarot. Und da finden wir unsere mentale Energie, also unsere Gedanken, die Kraft unserer Gedanken. Und das beeinflusst natürlich unsere Stimmung und unser Lebensgefühl. Und hier liegt das Rad des Glücks. Ja, also das ist eine Karte, die steht für positive Gedanken, auch für Impulse, wie du Dinge in deinem Leben, die vielleicht nicht ganz so gut laufen, positiv wenden kannst. Es steht auch einfach für eine glückliche Lebensenergie, für eine glückliche Grundenergie, für positive Gedanken. Und wenn unser Geist glücklich ist und positiv gestimmt ist, dann wirkt sich das auch hier positiv aus auf alles andere, was in unserem Leben ist. Ja, und darauf liegt das Ass der Scheiben. Also ich sehe hier, dass wirklich viele glückliche Chancen und Möglichkeiten zu dir kommen, dass sich Türen öffnen, was natürlich auch eine gewisse geistige, mentale Offenheit erfordert. Aber das hier ist schon mal ein sehr guter Einstieg in dieses Kartenbild für dich für den Juni. Und wir schauen weiter in den Süden, in das Feuerelement, in die Stäbe, in die Wunschmanifestation. Wow, und hier liegt die Sonne. Also auch für dich hier super positive Karten. Und die Sonne symbolisiert Feuer. Die Sonne ist die höchste Energiekarte im Deck und die liegt hier im Feuerelement, was im Prinzip auch so das am höchsten schwingende Element ist, was dem Göttlichen am nächsten ist, weswegen wir hier die kreativen Energien finden und auch diese Co-Kreation. Und von dem her, ja, du bist glücklich, du bist von positiven Ideen geflutet. Ja, wie gesagt, es sind hier auch sehr viele Inspirationen zu positiven Wänden und auch Türen, die sich öffnen, die dir helfen, die Dinge in deinem Leben positiv zu wandeln. Und darauf liegt das Ass der Kelche. Also ich glaube, wir haben hier eigentlich jetzt schon fast alle Glückskarten liegen, die es im Tarot überhaupt gibt. Wahnsinn. Ja, also ich sehe hier reine Lebensfreude, fruchtbare Ideen, einfach auch Kraft, mentale Kraft, physische Kraft, geistige Kraft. Ganz toll. Und dann schauen wir mal weiter in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche im Tarot. Diese Bereiche liegen ja immer, die hängen alle zusammen. Hier haben wir die Prinzessin der Stäbe. Und die Prinzessin der Stäbe, die liegt hier im Wasserelement und die zeigt einfach, dass man offen ist, ja, die öffnet sich den Ideen, die sie hier hat im Feuerelement und lässt diese Ideen wachsen. Und sie hat eben auch hier diesen Sonnenstab in der Hand, ja, das bedeutet, sie ist hier verbunden, die Stäbe symbolisieren ja das Feuerelement und sie ist hier verbunden mit diesen kreativen Energien und die beflügeln sie, ja, sie ist beflügelt von ihren Ideen, von ihrer guten Laune, von diesen glücklichen Wendungen, die sich hier vollziehen. Und ich merke auch hier eine recht hochschwingende Energie, die streift ihre Ängste ab und tut, was sie liebt, ja. Und darauf liegt die 10 der Münzen, ja, das heißt, es wirkt sich auch auf den materiellen Bereich aus. Ich sagte ja schon, dass diese vier Elemente miteinander verbunden sind und miteinander interagieren. Das heißt, diese positiven Energien, die wirken sich auch sehr positiv auf deinen Geldbeutel aus, auf die Wohnsituation, auf die Arbeit, ja. Es fühlt sich an, als ob du hier im Juni einfach so einen richtigen Run hast.
wo einfach alles funktioniert. Ja, wo sich diese positiven Energien aneinander entzünden. Ja, und manchmal gibt es Situationen im Leben, wo alles trist ist und alles stagniert und uns alles runterzieht. Und für dich im Juni hier ist es das komplette Gegenteil. Ja, hier öffnet sich eine Tür und dann gehen die Energien nach oben, sodass sich einfach auch alles hochzieht. Ich sehe hier ganz viel Lebensfreude, viel Glück. Positive Emotionen, Türen, die sich öffnen, neue Chancen. Und wir schauen ins Erdelement im Norden, in die Münzen. Hier haben wir das Universum. Auch die vielen Möglichkeiten. Ja, also dir bieten sich hier im materiellen Bereich, im Bereich der Arbeit, der Familie, der Freunde, auch im finanziellen Bereich, es bieten sich dir Möglichkeiten. Und das sind eben auch die Türen, die sich hier öffnen, ja, und die Prinzessin der Stäbe symbolisiert hier im Bereich der Gefühle, der Emotionen auch so diese innere Bereitschaft, durch diese offenen Türen hindurchzugehen. Ja, das Leben öffnet uns immer die Türen, das Universum öffnet uns die Türen, zeigt uns Wege, schenkt uns Möglichkeiten, aber durch diese Türen hindurchgehen müssen wir ja immer selber. Und das ist dir natürlich frei überlassen, möglicherweise auch eine der Türen auszuwählen. Und darauf liegt der Bube, der Kelche. Es kann sein, dass du dich manchmal so ein bisschen unsicher fühlst, ja, dass du dir manchmal denkst, so viel Gutes, so viel Licht, so viel Glück, so viele Möglichkeiten und alles so schön, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber die Karten sagen doch, es ist wahr, greif die Möglichkeiten am Schopf. Wir haben generell im Juni sehr positive Energien, auch in anderen Sternzeichen. Und von dem her ist es wirklich hier an dir, aus dem Vollen zu schöpfen, ja, aus diesem Kelch zu trinken, der von oben hin mit Glück gefüllt ist. Ja, auch diese Sonnenenergie in dein Leben strahlen zu lassen. Und ich sehe hier bei vielen Sternzeichen im Juni momentan sehr günstige Konstellationen. Ja, und von dem her, wenn du diese Energien nutzen möchtest für Bereiche deines Lebens, die das brauchen, dann hat der Juni für dich so einen richtigen positiven Energieschub, wo du einfach sehr, sehr viel erreichen kannst, ja? Und du darfst dich diesen positiven Energien wirklich angstfrei öffnen, denn diese Energien sind wirklich da, sie durchströmen dein Leben und ja, meine Empfehlung ist einfach so viel Lichtenergie, so viel Sonnenenergie, so viel Glücksenergie, so viele Segnungen, ja. Versuche diese Dinge so gut wie möglich für dich zu nutzen, denn solche Chancen sind selten und kommen möglicherweise so schnell nicht wieder. Ja, also nutze diese Energien für dich. Ja, so wie man sagt, dass man im Sommer auch die Sonne tanken kann, damit man aufgeladen ist für den Winter, der wiederkommt. Zum Abschluss ziehe ich für dich noch eine Affirmation. Ich glaube, dass ich es wert bin, mich gut zu fühlen. Und das spielt jetzt wieder an auf diesen Buben der Kelche hier oben, der einfach so ein bisschen unsicher ist und sich fragt, oh, so viel Glück, ist das für mich? Darf ich das annehmen? Ja, du darfst, es gehört dir und mach was draus im Juni. Ja, lieber Skorpion, ich freue mich über so eine positive Botschaft für euch Skorpione im Juni. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und hier möchte ich noch kurz etwas sagen zu den vier Elementen. Ich wollte schon ganz lange mal einen kleinen Videoblog machen über die vier Elemente und ihre Bedeutung. Und so wie ich das ja hier in den Videos immer sage, gehören einfach die Münzen zum Erdelement, die Schwerter zum Luftelement, die Kelche zum Wasserelement und die Stäbe zum Feuerelement. Das ist so erstmal der Grundüberblick. Und dann ist es aber so, dass diese Hofkarten im Tarot auch noch den,
ja, den verschiedenen Elementen entsprechen. Zum Beispiel gehören die Königinnen immer zum Wasserelement und die Buben gehören zum Erdelement. Dann haben wir die Könige. Die Könige gehören immer zum Luftelement und die Ritter zum Feuerelement. Und insofern finden wir in den Hofkarten die Kombination der verschiedenen Elemente miteinander, wo wir auch einfach ihre Unterschiede erkennen können und ihre Interaktion miteinander. Und wenn du dich dafür interessierst, tiefer in den Tarot einzusteigen und gerade auch die Elemente verstehen möchtest und die Hofkarten verstehen möchtest, dann schau dir einfach mal meinen kleinen Tarotkurs Licht auf Tarot an. Der zweite Teil, der sich mit den Hofkarten beschäftigt, der ist mittlerweile online. Und ja, wie gesagt, wenn du tiefer in den Tarot einsteigen möchtest, das kannst du tun, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das kannst du tun, wenn du sagst, du möchtest gerne auch irgendwann mal beruflich mit den Karten arbeiten. Ja, dann schau dir das einfach mal an, ob das was für dich ist. Alles Liebe!